Hallo Leute, willkommen bei der Sims 4 Garten Challenge. Dies ist Teil 30. Ja, Lisa ist schon um 5 Uhr aufgewacht und dann dachte ich mir, dann schicke ich sie mal zum Angeln, denn ihr Spaß war schon im roten Bereich. Jetzt ist es 8:30 und ihr Spaß ist inzwischen schon wieder im grünen Bereich. Also Angeln macht ihr ordentlich Spaß. Gut, dann musst du so, wenn sie hier wartet, dass Pflanzen reifen, so eine Mischung aus Angeln und Malen machen, weil ihr das eine Spaß macht und bei dem anderen kann sie dann schöne Landschaftsbilder malen. Ja, meine Liebe, jetzt ist es eigentlich noch recht dunkel, aber ich glaube, hier könnte man tolle Bilder malen. Oder? Ja, schon. Recht schöne so Herbstbaumbilder und so. Gut, dann machen wir das so, meine Liebe. Du hörst mal auf zu angeln und isst deinen Frühstückshonig. So. Schnabulier, schnabulier. Und dann... Ich weiß auch gar nicht, ob sie inzwischen den nötigen Level 3 hat, um Landschaftsbilder zu malen. Im Zweifelsfall soll sie halt noch ein bisschen üben, um hochzuleveln. Oh, ein kranker Waschbär? Was ist denn das? Ist das ein Waschbär? Nee. Aber irgendwie eine merkwürdig aussehende Katze. Nee, eindeutig eine Katze. So. Oh, steht falsch rum. Ah, sollte ich mir merken, dass sie die sozusagen mit der Hinterseite zu sich aufstellt. Gut. Sie kann sowieso noch kein Malen nach Vorlage machen. Dann machst du einfach mal ein mittelgroßes klassisches Gemälde. Und ich guck noch mal rum, ob wir eine Kuschelkatzenminze finden. So. Gucken wir hier erstmal diesen Bereich durch und dann weiter vorne. Das kann natürlich schon sein. Ah, jetzt hat sie Level 3 erreicht. Ich glaube, dann kann sie demnächst die Bilder nach Vorlage malen. Oh, und das Erntefest ist morgen. Gut, dann sollten wir vielleicht morgen mal wieder zu Hause sein und Erntefest feiern. So, was haben wir hier? Ah, Apfelbaum, Kraftkatzenminze. Die habe ich jetzt bestimmt alle schon mal durchgeguckt, aber ich wollte halt sicherheitshalber noch ein zweites Mal gründlich drüber gucken. Nicht, dass ich was übersehe. Denn wenn wir an den anderen Platz fahren, da wo der Hafen ist, dann muss sie ja wieder einen Tag warten, bis die alle wachsen. Aber wenn jetzt auch nichts dazugekommen ist, Kamikazenminze, dann weiß ich auch, man kann die schon nach wenigen Stunden sehen, aber sie brauchen dann halt, wenn man sie findet, einen Tag, bis man sie ernten kann. Das hier, die Kamikazenminze, könnte sie jetzt schon ernten, aber die haben wir ja schon. Dominik Förster will mit uns in eine Oper. Nein, wir gehen nicht, keine Oper. So. Tja. Ich frage mich schon, ob es die überhaupt irgendwo gibt, diese Kuschelkatzenminze. Ob das vielleicht Zufall ist, welche da kommen und wir hier Pech haben oder sowas. Oder ob ich es bisher einfach übersehen habe. Was wächst da? Tja. Und eins ist auf jeden Fall klar, wenn gibt's die in Brindleton Bay. Nirgendwo anders. Löwenmäulchen. Gänseblümchen, hier ist noch was.
Na komm. Ah, da ist sie. Kuschelkatzenminze. Super. Versteckt im Gebüsch. Raffiniert. Ja, geh mal dahin und ernte die. Ah, und, aber stopp, stopp, stopp. Du musst ja noch deine Staffelei einpacken. So. Ja, schönes Bild. Verkauf das mal und dann platziere das im Inventar. Nicht, dass du da eine schöne Staffelei vergisst. So, und jetzt muss ich das natürlich wiederfinden. Da ist es schon. Da ist die Kuschelkatzenminze. Alles ernten. So, und da sollte ich jetzt parat stehen. Screenshot tauglich. So. Und wenn sie dann kommt, um die zu ernten, schnell einen Screenshot machen. So. Ja. Gut. Ich mach schon mal einen. Ja, sehr gut. Wunderbar. Okay. Ja, dann können wir ja nach Hause gehen. Super gut. Also dann haben wir Brindleton Bay schon mal erledigt. Gut. Windenburg. Und dann packen wir die einfach in eine Pflanzkiste und dann ist erstmal gut. Und später baue ich vielleicht separate kleine Gewächshäuser für die einzelnen Gegenden oder so, aber jetzt für das reicht ja ein Pflanzkasten und gut ist. So, den müsstest du nur bauen, nehme ich an. Wir gucken mal in dein Haushaltsinventar. Da sieht man auch die Dusche, aber keinen Kasten zum Pflanzen. Darum baust du jetzt mal einen. So. Gartenpflanzkiste, genau, da ist es. Ah, ihr hattet mir auch vorgeschlagen, sie könnte ein Klo bauen an der Werkbank. Ja, das kann sie machen, wenn sie Level 10 hat, der Geschicklichkeit. Jetzt hat sie Level 6. Und dann ist es doch ganz gut, wenn sie bis dahin ein normales Klo hat. So, werkelst du das mal? Wir gucken mal in ihrem Inventar. Da müssten die aber alle brav sein. Hier. Da. Die Kuschelkatzenminze. Hier ist eine. Ja, die werde ich schon finden, wenn es soweit ist. So, wunderbar. Sie hat fertig gebaut. Dann stellen wir das mal dahin. So, dann können wir das eigentlich stoppen, während ich hier die verschiedenen Minzen raussuche. Das ist die Kraftkatzenminze. Und hier haben wir die Ratzekatzenminze. Davon schlafen sie, glaube ich. Und das hier ist die Kamikazenminze. Davon geraten sie in Rage, werden also wild und wütend. Und das ist sie nochmal hier. Da ist die Kuschelkatzenminze. Macht deine Katzen ein wenig anschmiegsamer. Dann kann man mit ihnen kuscheln. Okay. Und jetzt kannst du die alle pflanzen. Einen besonderen Ort haben wir schon erledigt. Das ist doch toll. Ja, die kannst du dann danach gießen. Ach, diese Pflanze braucht kein Wasser. Dann ist in Ordnung. So, die sehen auch so aus, als wären die frisch gegossen. Dann lasse ich sie danach hier mal die
Samentütchen öffnen. So. Okay. Ja, und ich dachte gerade, vielleicht sollten wir einfach schon mal anfangen, weil jetzt hat sie ordentlich Geld und wir könnten ihr ja nach und nach hier im Let's Play einen Blumenladen bauen. Und ja, und da wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, könnten wir eigentlich damit anfangen. Da müssten wir erstmal zum Weltenverwalten gehen. Und dann in den Baumodus, um ein geeignetes Grundstück für sie leer zu machen. Ich denke mal, da sie in Windenburg lebt, könnte man hier in Windenburg Stadt was machen, also Stadt oder Ort. Jetzt mal gucken. Das hier ist leer. Ich denke mal, hier, da könnte man ein schönes Blumengeschäft machen. Ja, dann gehen wir hier mal kurz hin. Und dann gucken wir mal, ob wir das Haus vielleicht sogar irgendwie so nicht direkt so nutzen können, aber ob wir das als Basis nehmen könnten. Wie ist es da oben? Ja, weil es ist, wenn man einen Laden hat, ist es ganz nett, wenn man da auch irgendwie pennen kann. Man könnte das Ganze vielleicht einfach ein bisschen größer machen und unten einen Laden und oben könnte sie dann schlafen und hätte vielleicht auch noch so eine Mini-Küche oder so. Mal gucken. Ja, man kann hier so eine kleine Küchenzeile hinstellen. Viel größer muss das gar nicht sein. Und ich denke mal, als Blumenladen reicht das erstmal auch. Und dann könnte man hier sogar so eine Ecke machen, wo sie noch so einen Blumentisch hinstellt. Aber jetzt gucken wir mal. Wir machen es vielleicht ein Feld größer. Oder sagen wir mal zwei Felder. Dann hat sie hier nämlich einen schönen großzügigen Arbeitsbereich. Und hier der Verkaufsbereich reicht. Ja, dann kann man hier nämlich Blumen ausstellen und da kann man Blumen ausstellen. Das ist mehr als genug. Es soll ja auch nicht so sein, dass es zu kahl wirkt. Ich glaube, ich mache es sogar nur eins größer. Und hier das Obergeschoss machen wir dann auch eins größer. Dann wird ihr Küchenbereich auch ein bisschen großzügiger. So, und jetzt gucken wir mal, wie das außen aussieht. Es ist auch schnell gemacht. Weil man ist dann hier auch dem Stil treu geblieben, denn wir sind ja hier in Windenburgstadt und da ist alles schön im Fachwerkstil. Und dann passt das gut zusammen. Und wir können dann natürlich nach und nach hier eine schöne blumige Gartenanlage machen. So, jetzt gucke ich hier nochmal. Den Eingangsbereich sollte man auch größer machen. Das muss man schon alles ein bisschen ordentlich umbauen. Aber ich denke mal, ich mache hier einfach mal einen anderen Grundstücktyp, nämlich Handel. Ja, und die Anforderungen, die Merkmale sind dann Abendrot, warum nicht? Und vielleicht auch gesellig, weil die Leute kommen dann gerne. Und was nehmen wir noch? Vielleicht Wichtel, dann werden ihre Sachen, die kaputt gehen, immer automatisch repariert. Und als Anforderung braucht man eine Ladenkasse und sonst nichts. Wir machen da auch noch eine Kundentoilette hin, eine einfache und naja, halt alles, was man in so einem Laden braucht. Das Ding wird nach und nach komplett umgebaut. So, ein Schaufenster machen wir rein und naja, wird halt alles anders. Aber das hat ja keine Eile, darum machen wir das nach und nach. So, und das nennen wir Lisas Blumenladen.
Nesas Blumenladen. Sehr gut. Wir kaufen nochmal diese Ladenkasse. Gibt sogar zwei. Wir nehmen mal die in weiß und stellen die hier ja, auf diese Theke, damit die schon mal da ist. Aber natürlich werden wir so nicht den Blumenladen eröffnen. Logisch. Okay. Gut, jetzt gehen wir zurück zu Lisa und jetzt kann sie dieses Grundstück nämlich kaufen als Blumenladen, also als Laden. So, also zur Lisa. Und dann sollten wir sie auch Glockenblumen einpacken lassen und so, damit sie dort auch Sträuße produzieren kann. Das machen wir dann immer mal so nebenbei mit dem Blumenladen. Weil sie dann ja auch, sie könnte auch hier Sträuße produzieren und mit dorthin nehmen. Das machen wir bestimmt auch. So, meine Liebe, ah, was willst du? Jemandem einen verrückten Plan vorschlagen, ja? Den schlage ich dir vor. Kauf dir einen Laden. Einen Einzelhandel kaufen. So. Auch wieder Windenburg. Okay. Und gut ist, wir nehmen das Ding. Wollen wir es möbliert nehmen oder schmeißen wir den ganzen Krempel raus? Wir schmeißen den ganzen Krempel raus. Nicht möbliert. Und dann kaufen wir ihr die Sachen so, wie es uns gerade passt. Dann ist natürlich auch die Kasse wieder weg, aber das macht eigentlich nichts. Ja, jetzt hast du einen Laden, meine Liebe. Überweisung. Wir überweisen mal 30.000 oder 35.000. 2.500. Ach, was wollen wir mit der Null? Nehmen wir 35.000. So, damit wir hier ordentlich Geld zum Bauen haben. Und jetzt setzen wir hier erstmal größere Fenster rein und machen die Tür freundlicher. So, der Briefkasten, den stellen wir erstmal hier hin. Und die Tür muss jetzt auch nicht da. Das kommt mal alles weg. Grusel, grusel. So. Eine Tür. Soll ein bisschen altmodisch sein. Das hier wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber am liebsten zum Durchgucken, wie halt so eine Ladentür ist. Aber nicht so eine kommerzielle Doppeltür. Sowas hier in Braun wäre vielleicht gar nicht so schlecht, weil es ja altmodisch sein soll. Die fände ich ganz in Ordnung. Wenn man da noch ein großes Fenster daneben setzen kann. So vielleicht. Oder die da. Die kleine, aber trotzdem großartige Handwerkertür. Die runde finde ich schöner. Aber ich gucke noch mal bis unten durch. Ja, also es gibt noch mehrere so mit Fenstern, aber die sind irgendwie alle eckig. Und für so einen Blumenladen fände ich irgendwie was Rundes eigentlich ganz schön. Und jetzt brauchen wir große Fenster, die da auch vom Stil her passen und die man so als Schaufenster benutzen kann. Also vielleicht sowas hier. So. Ja, dann hat sie doch gleich schöne Schaufenster. Und dann müssen wir irgendwann hier diesen Weg noch ändern. Wollen wir da gleich üppige Blumen davor stellen? Wäre ja eigentlich angesagt. So, dann gehen wir mal schnell in den Deko-Bereich. Das stellen wir woanders hin. Und leider gibt es hier nur in Grün, aber ich denke mal, sowas gehört da schon hin. Und so Kübel sollten da stehen.
So. Und bunt, bunt. Sowas hier natürlich. Ach, jetzt muss ich mal Baby Move Objects machen. Baby.move Objects. Jawohl. Damit ich die auch schön zusammenstellen kann. Hier ist doch auch saftige Fasspflanzen. Sowas. Also die endgültige Ausgestaltung mache ich dann erst später. Das ist jetzt erstmal nur so, dass es überhaupt schon mal blumig aussieht. So, den finde ich besonders schön. Den werde ich wahrscheinlich auch innen reinstellen und zum Verkauf anbieten, weil der Vorteil von so einem Laden ist, da kann man meines Wissens auch solche Sachen zum Verkauf anbieten. So, die Blumenkanne, die könnte man noch hier hinstellen. Sieht das alles schön kunterbunt aus. Aber wie gesagt, Stil kommt später rein. Jetzt will ich einfach erstmal signalisieren, hallo, hier gibt es Blumen. Dann stellen wir hier noch so einen roten Strauß hin. So. Dieses Ding passt irgendwie nicht so ganz, aber auch man könnte auch solche, wie heißt es, Sukkulenten verkaufen in dem Blumenladen. Also das, was hier steht, soll ja theoretisch das Angebot des Blumenladens sein. Das draußen stehende Angebot des Blumenladens. Weil drinnen gibt es dann natürlich auch noch ganz viel. Hier so Kränze hänge ich dann an die Wände und die kann man eigentlich auch verkaufen, denke ich. Hier kommt so eine Blumenampel hin auf alle Fälle. Und vielleicht noch so ein großes Bäumchen, dann kann man hier auch so Zierbäumchen kaufen. Und dieser hier kommt weg und stattdessen kommt dieses Ding noch in einer anderen Farbe hin. Denn die gibt es in unterschiedlichen Farben. Ja, weil Herbst ist, mache ich mal Herbstfarben. So. Ja, ich denke mal, das ist ein Anfang. Und jetzt kaufen wir noch, mal gucken. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Ich kaufe jetzt noch ganz schnell so eine Theke. Da, Ladentheke. Verkaufstheke, gebraucht. Nein, wir wollen keine gebrauchte Verkaufstheke. Wir wollen eine schicke neue Verkaufstheke. Die sieht doch besser aus. Und was ist da? Die Verkaufstheke Money Penny. Die ist doch ganz schön. Vielleicht müssen wir das doch irgendwie größer machen. Oder die Treppe einfach verschieben. Mal gucken. Ja, Treppe verschieben ginge, weil so groß muss das Bad oben nicht sein. Dann schieben wir hier die Tür mal. So, eins zur Seite. Und die Geländer. Na, das lassen wir dort. Jetzt eins runter. Und die Treppe dahin geschoben. Ja, dann hat sie hier zwar nur so eine schmale Zeile zum Arbeiten, aber wenn sie das stört, es müsste gehen, aber wenn sie das stört, dann können wir das Haus ja dann doch noch etwas größer machen. Das ist ja schnell gemacht. So, jetzt gucken wir mal, ob es oben funktioniert hat. Na komm. So, hier. Geländer, alles klar. Wenn es nur nicht so finster wäre. Ja. Im Bett und so stellen wir ihr ein andermal rein. Wird dann auch schön beleuchtet und alles irgendwie schöner, weil das ist ja hier so eine echt üble Finsterbude. So. Ja,
kann schon sein, dass wir es noch größer machen müssen. Oder wir machen die Ladentheke hier hin. Weil dann haben wir noch Platz, um hier ein Regal hinten hinzustellen, wo dann Blumen stehen. Ich denke mal, das ist besser. Und jetzt kaufen wir noch die Ladenkasse und dann ist gut fürs Erste. So, und jetzt gucken wir hier noch nach den Farben. Vielleicht ist so weiß hübscher. Ja, muss nicht alles so finster sein. Okay. Gut, dann Lisa, komm doch mal hier, geh doch mal hierher. So, und jetzt geh hier hin. Wunderbar, und sei guck stolz. Uiuiui, sie braucht schon wieder alles Mögliche. Und ich mache jetzt ein Screenshot. So. Wunderbar. Jetzt checke ich nochmal, ob das gut geklappt hat. Ja, das hat gut geklappt. Wenn die Funktion im Spiel wieder repariert ist, dann muss ich nicht mehr checken. Dann geht das wieder wie üblich ganz normal. Ja, jetzt hat sie einen Laden. Kann zwar noch nichts verkaufen, aber ich würde mal sagen, der Anfang ist gemacht. Okay, und weiter geht's dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!